Hey Leute und herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Video. Eher gesagt, nicht bei einem kleinen neuen Video. Lasst euch nicht wundern, warum jetzt das da im Video läuft die ganze Zeit. Weil ich jetzt einfach nichts anderes gerade kurz parat hatte, was ich jetzt euch zeigen könnte. Daher lasse ich einfach jetzt mal im Hintergrund kurz mein Intro laufen, was ich immer gern reingemacht hätte mal. Aber leider wurde dann irgendwie die Videoqualität ja runtergesetzt. Aber das ist eigentlich jetzt ein anderes Thema. Da habe ich irgendwie immer noch keine Lösung. Wenn da einer was weiß, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Es geht eigentlich nur darum, es geht um die Ankündigung des Abo-Spezials. Ich habe ja gesagt, schreibt mir mal gerne rein, was ihr gern sehen würdet. Jetzt habe ich, pass auf, es waren ein paar Sachen dabei. Und es war zum Beispiel drinne, einmal mehr Tabletop, mehr Gelände zeigen und so weiter. Gut, das mache ich jetzt bald so oder so, ja, habe ich mal mehr Sachen vorbereitet schon. Natürlich bereite ich auch ein paar Sachen immer, wenn ich mal Zeit habe, vor, daher kommen dann, nicht leider, aber dann kommen halt auch andere Videos, Leute, ne, dann wisst ihr ja, das eine interessiert einmal nicht, aber, ne, ich muss ja jeden Bereich abdecken, so, und von daher habe ich da auch schon was geplant, daher würde ich das jetzt weniger machen. Natürlich haben die einen gesagt, wie wäre es denn wieder mal mit Live-Malen? Ja, Live-Malen fände ich auch ganz cool, aber Leute, wie mache ich das? Ich meine, die das letzte Mal dabei waren, es waren jetzt nicht sehr viele, aber es waren auf jeden Fall ein Teil, fand ich schon echt toll. Und die Sache war aber, mir hat es selbst nicht gefallen, weil ich das mit dieser Videoscheiße nicht hinbekommen habe, dass das ordentlich lief, sage ich mal. Oder dass eher gesagt die Qualität, weil diese Kamera, die ich eh schon neu gekauft habe, die Logitech, ja, C922 Pro Stream Twitch Dings, Kacke, wie auch immer, ja, die sollte ja eigentlich ordentlich laufen, lief aber ja nicht ordentlich. Und das war schon das Problem halt. Und dann, ja, hatte ich schon keinen Bock mehr und hab's halt gelassen. Wenn ihr da eine Idee habt, was ich da noch ändern könnte, dass der das dann ordentlich macht, wäre schon toll. Als Frage wäre in einem, gibt's da eine Möglichkeit, dass ich das Handy, glaube ich, mit dem Handy filmen könnte und ihr das und dann per Kabel, dass das irgendwie übertragen wird? Ich glaube aber nicht, ne? Ich glaube, sowas funktioniert weniger. Daher ist das mit dem Live-Malen noch so eine Sache. Es tut mir auch super, super leid, wirklich. Also mich ärgert es selber extrem. Ja, ich muss da echt mal eine Lösung finden, dass ich euch das am Wochenende vor allen Dingen, wenn nur kommen solche Streams, wenn nur am Wochenende, unter der Woche geht gar nichts, Leute, ja. Und dass es dann jedes Wochenende läuft, kann ich auch nicht immer versprechen, ja. Weil ich bin auch ab und zu auch da mal unterwegs, ne, und bin auch gern mal, ne, und sitzt nicht nur immer zu Hause, obwohl ich das wirklich gern mache und für euch die Videos aufnehme, macht ja wirklich viel Spaß. Aber manchmal braucht man so ein bisschen Freizeit auch noch, ne? Und ich sag mal so, ich würde jetzt gern, weil es am einfachsten wäre jetzt, natürlich ist das jetzt so eine Sache für die einen oder anderen, natürlich, ich weiß das am meisten mit dem Drucker und mit dem, nicht nur mit dem Drucker, sondern auch natürlich mit dem Tabletop am meisten Zuschauer generiert habe ich beim Kanal, aber ich werde versuchen, einen Livestream zu machen, jetzt am Wochenende, sprich am, was haben wir dann, den 1., 2., 3., der 3. oder 4., ich glaube, das ist ein Samstag oder Sonntag, ich denke aber, es wird der Samstag sein, und dann würde ich sagen, von 2 Uhr, ja, von 2 bis 4 werde ich dann für euch online sein. Ihr könnt mir dann Fragen stellen, wie ihr wollt. Das wird so ein, quasi so ein Livestream, wie manche Twitch-Streamer ja auch machen, wo sie dann da sitzen eigentlich und dann ein bisschen labern. Ja, ich werde dann aber euch natürlich währenddessen noch ein wenig, würde ich sagen, ein wenig von meinem 3D-Druck zeigen. Ich werde euch ein paar meiner Figuren vielleicht zeigen und dann euch sogar noch versuchen. Doch, genau, das ist eine gute Idee. Und werde euch dabei noch versuchen, das Ganze, oder falls ihr dann Fragen habt, besser, falls ihr dann Fragen habt, werde ich euch dann zu den Figuren einzelne beantworten. Wenn ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt, dann werde ich euch sagen, hey, das müsst ihr so und so machen oder vielleicht auch mal kurz noch zeigen, wenn das vielleicht geht mit der Cam. Ich werde das diesmal nicht so zweigeteilt mit der Cam machen. Ich werde das, ich werde die Cam einfach auch auf mich gerichtet lassen und dann werden wir auch zwischendurch in den 2 Stündchen, es kann natürlich auch länger sein, aber ich lege mich mal erstmal so auf 2 Stunden fest wegen der Zeit, und dann machen wir von 2 bis 4 auf jeden Fall
Und alles weitere wird dann im Livestream, also auf Twitch dann, falls ihr noch nicht da mir folgt oder falls ihr auch generell noch nicht wisst, wie ich da heiße, in der Videobeschreibung ist auf jeden Fall mein Twitch-Account eigentlich verlinkt, sollte es. Dann könnt ihr da gerne mal draufklicken und dann seht ihr auch schon. Dann bin ich auch schon dafür euch bereit. Ein wenig werden wir auch spielen. Wahrscheinlich Kingdom Come werde ich spielen. Oder ein bisschen Overwatch. Da habe ich zurzeit richtig Bock drauf. Was sonst noch? Vielleicht zeige ich euch auch ein paar meiner neuen Spiele dann in einem. Und wir können etwas über die neuen Spiele reden. Ansonsten könnt ihr mir Fragen stellen. Wenn die Fragen nicht zu privat sind, könnt ihr eigentlich fragen, was ihr wollt. Oder ihr könnt auch fragen, was ihr wollt. Entweder ich antworte darauf oder halt nicht, ne, natürlich. Aber ich denke mal, das kriegen wir doch gemeinsam irgendwie hin. Und ich hoffe, das ist für euch ein relativ okayer Trost, sage ich mal, mit dem Abo-Spezial für die 1000 Abonnenten. Natürlich ist das noch viel zu wenig. Ich arbeite und versuche, also ich arbeite dran und versuche auf jeden Fall, dass das mal mehr wird wieder, Leute. Und ich kann mich nicht mehr wie jedes Mal bedanken dafür, dass wir echt die 1000 geknackt haben gemeinsam. Und ich bin echt so paff und ich bin einfach begeistert. Und das war einfach jetzt mal das ganz kurze Briefing quasi hier von den Sachen, was ich vorhabe. Und ansonsten werde ich, wie gesagt, es ist halt echt nicht leicht. Ich muss sagen, ja. Danke, Leute, danke, einfach danke und ohne dass ich das jetzt noch lang weiter hinauszögere hier das Video, weil das ist ja nicht beabsichtigt. Ich wollte ja nur eine kurze Information geben, was euch am Samstag dann. Ich weiß, viele werden wie wieder am Samstag wahrscheinlich nicht können. Es wird vielleicht was frühzeitig sein. Wie gesagt, wenn das Ganze ja vielleicht an dem Samstag ganz gut abgelaufen ist, wie auch immer die da waren. Ansonsten sollen sie mir die schreiben, die nicht können, leider, oder was heißt die nicht können, oder würden es dann trotzdem noch gerne nachträglich sehen, wenn das natürlich auch genügend sind. Wie gesagt, irgendwann, Leute, ich verspreche es euch, werden wir es schaffen, dass ich regelmäßig auf Twitch dann onkomme und wir dann gemeinsam etwas malen oder gut spielen ist jetzt relativ. So ein Tabletop über via Live-Game, das ist schon schwer zu spielen, glaube ich. Ich glaube, das wird nicht machbar sein. Aber dass wir malen zusammen auf jeden Fall. Oder Gelände bauen, ein bisschen was am Basteln sind, dass wir uns unterhalten können. Einfach mal ein bisschen quatschen, so über das ganze Tabletop. Ich denke, das wird viel, viel Spaß machen. Ich freue mich schon sehr auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall irgendwann so sein, dass es, wenn nicht einfach, ja. Wenn es einfach da alles das zulässt, so wie ich es mir halt auch ein bisschen denke, ja. Also bitte hasst mich nicht dafür, wenn es jetzt nicht das ultimative super, super, duper Spezial, was auch immer ist, oder wenn ich euren Erwartungen noch nicht ganz gerecht werde, ja. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen so euch in meine Situation wie heißt es, hineinversetzen, dass ihr wisst, dass das immer sehr viel Zeit und Mühe auf sich nimmt, sowas alles immer an den Start zu kriegen. Und jetzt rede ich auch nicht weiter. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche auf jeden Fall. Ich freue mich aufs Wochenende, auf euch und dann sage ich mal mit meinem Intro, macht's gut und bis Samstag, meine Lieben. Haut rein. Ciao.